Hallo, liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Rüdiger Scherbe, ich bin der Fachberater für Deutsch als Fremdsprache vom ELI Verlag. Und heute möchte ich unser Verlagsmotto, die Freude am Lernen, einmal ganz wörtlich nehmen. Einmal der Kreativität freien Lauf lassen, über die Stränge schlagen und das vertiefen vielleicht, was wir wirklich an Themen und an Wortschatz ausdrücken möchten und kommunizieren möchten. Kreativ sein im Unterricht ist natürlich ein hehres Ziel. Das möchten wir natürlich ganz häufig, aber wir sind häufig auch eingezwängt so ein bisschen in Lehrpläne, in den Referenzrahmen für Sprachen, in eine Prüfungsvorbereitung und so weiter. Das heißt, wir sind gezwungen, einen bestimmten Wortschatz zu unterrichten, eine bestimmte Grammatik zu unterrichten. Und das ist ja auch richtig. Es sind hervorragende Hilfsmittel, die ich gerade angesprochen habe. Aber manchmal macht es halt doch Spaß, das zu machen, worauf man eigentlich Lust hat. Zum Beispiel, wenn ich am Wochenende im Zoo gewesen bin und davon im Deutschunterricht erzählen möchte, dann kann ich sicherlich von den Löwen erzählen und von den Elefanten. Also wenn ich jetzt ein Anfänger bin oder noch ein nicht fortgeschrittener Lerner. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vom Okapi erzählen möchte, also diesem ganz faszinierenden und seltenen Tier, dann fehlt mir dieses Wort. Ich kenne es schlicht nicht. Und da gibt es bestimmte Materialien, Extramaterialien, Zusatzmaterialien für den DAF-Unterricht vom ELI-Verlag, die es mir ermöglichen, diesen, sagen wir mal, speziellen Wortschatz, wenn ich ihn benötige, wenn ich Lust darauf habe, die mir diesen Wortschatz zur Verfügung stellen. Und diese Extramaterialien, die möchte ich mir heute einmal gemeinsam mit Ihnen anschauen. Und wenn ich gerade davon gesprochen habe, dass wir eingebettet sind, sagen wir, in den Lehrplan, in Referenzrahmen, Prüfungsvorbereitung und so weiter, dass wir also Zwängen unterlegen sind, dann haben wir Lehrwerke in der Regel, die ganz präzise sich an den Referenzrahmen halten, die sehr effizient auf die Goethe-Zertifikate zum Beispiel vorbereiten. Das ist auch bei uns der Fall vom ELI Verlag. Dort haben wir zum Beispiel wunderbar für die Primarstufe oder alle an Bord, ganz neu erschienen für die Sekundarstufe. Also das sind alles ganz hervorragende Hilfsmittel. Aber wenn ich das Okapi möchte, zum Beispiel, dann brauche ich andere Hilfsmittel. Und was ich ganz toll finde in diesem Zusammenhang, das sind Bildwörterbücher. Zum Beispiel das ELI-Bildwörterbuch Deutsch für Kinder und Jugendliche. Und das gibt es natürlich in gedruckter Version, aber das gibt es auch in digitaler Fassung. Und das möchte ich mal gemeinsam mit Ihnen anschauen. Wir sehen es hier, das ist eine Plattform, die heißt ELI Digibook. Und dort sind alle oder die meisten Titel, alle Lehrwerke vom ELI Verlag in digitaler Form erhältlich. Sie sehen es hier, diese digitale Version bekommt man mittels eines Codes. Den Code finden Sie im gedruckten Buch und der steht am Anfang irgendwo. Sie loggen sich ein bzw. Sie registrieren sich auf unserer Webseite elionline.com und dann auf dieser Plattform und bekommen dann die Möglichkeit, diesen Code zu aktivieren und haben dann für unbegrenzte Zeit Zugang auch zu dieser digitalen Version. Wir blättern einmal hinein. Wir sehen es hier, das ist das Inhaltsverzeichnis, es ist alles thematisch organisiert. Also zum Beispiel das Schlafzimmer, im Badezimmer, Sport, Mittagessen, Geburtstag und so weiter. Und wir schauen einmal auf
das Badezimmer. Wir sehen es hier, eine ganze Anzahl von Objekten, einige, die wir wahrscheinlich schon kennen, auch wenn wir jetzt Anfänger sind, zum Beispiel das Wasser, die Toilette oder die Zahnbürste, aber dann auch Objekte, die ein bisschen spezieller sind, wie zum Beispiel der Rasierer oder Die Duschhaube, die Duschhaube oder der Schwamm. der Schwamm, genau. Also wir haben hier, und das ist das Schöne am Digitalen, es ist interaktiv, wir haben hier auch die Möglichkeit, die korrekte Aussprache uns anzuhören. Genau. Wenn wir noch einmal weiter schauen wollen, also zum Beispiel hier die Bekleidung, immer sehr schön illustriert, wie ich finde, schon auch sehr didaktisch illustriert. Dann haben wir auch hier bekannte und vielleicht weniger bekannte Objekte, die wir sehen. Zu dieser Plattform möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Sie sehen es, wir können hier zum Beispiel hineinzoomen oder wir können auch herauszoomen. Das sind also Standardfunktionen, die natürlich sehr nützlich sind. Wir können jetzt weiter schauen. Jetzt sehen Sie übrigens Eli Digibook, also diese Plattform mit der Bibliothek. Ich habe oben in das Suchfenster den Begriff Bild eingegeben und habe dort drei Titel gefunden. Und jetzt möchte ich einmal weiterschauen in das Bildwörterbuch Deutsch für Erwachsene und junge Erwachsene. Und wir sehen dort, dass es wesentlich umfangreicher ist. Wir sehen es hier auf dem Cover geschrieben. Über 2000 Begriffe sind in diesem Bildwörterbuch enthalten. Und auf eine Sache möchte ich hinweisen, wenn wir jetzt die erste Seite sehen. Wir sehen das Logo hier, Eli Link, Hören, Sehen, Mitmachen. Und was ist das? Das ist eine App, die ich gratis herunterladen kann auf Smartphone und auf Tablet, Android oder Apple World. Und diese App gibt mir Zugang zu allen multimedialen Inhalten, die in einem Artikel, in einem Lehrwerk oder in diesem Fall in diesem Bildwörterbuch enthalten sind. Also ich schlage einfach die Seite auf der ich gerade arbeite oder die mich interessiert, scanne diese Seite mit der Eli Link App und bekomme dann von der App alle multimedialen Inhalte angeboten, also alle Audios, Videos, falls sie zur Verfügung stehen und interaktive Aufgaben. Keine CDs mehr, sofort mit dem Smartphone, was ich ja meistens zur Hand habe, kann ich diese Aufgaben erledigen, beziehungsweise auch diese Sprachunterstützung bekommen. Wir sehen es, der Aufbau ist sehr ähnlich nach Situationen und ich möchte hier einmal schauen auf die Küche. Wir sehen es, es sind gleich viel mehr Objekte und Namen, die angeboten werden. Auch hier sind es einige, die, sagen wir mal, vorausgesetzt werden können, zum Beispiel der Kühlschrank oder zum Beispiel die Mikrowelle, das werde ich vielleicht kennen, aber auch teilweise sehr spezielle, wie der Schmortopf oder das Nudelholz, der Stabmixer. Wenn ich, sagen wir mal, das auf den Referenzrahmen übersetzen möchte, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo schon hoch im B-Niveau unterwegs sein, damit ich Nudelholz, Stabmixer oder Zitronenpresse verwende. Das ist schon sehr speziell. Aus Sicht eines Lernenden, wo ist jetzt der Vorteil? Ich stelle mir vor, zum Beispiel, ich mache einen Schüleraustausch und bin im Ausland oder in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bei meiner Gastfamilie und es soll gekocht werden am Abend. Und es macht natürlich Spaß, wenn man viele Begriffe schon kennt und wenn man sie dann vielleicht sogar richtig anwenden kann. Und
Bevor jetzt das Kochen losgeht, kann ich vielleicht in diesem Bildwörterbuch diese Seite aufschlagen und die Fachbegriffe, die ich brauche oder die mir noch fehlen, die kann ich lernen. Also das meine ich mit Situationsunterstützung. Wenn wir jetzt einmal weitergehen zu einem anderen Thema, also wir waren beim Zoo, auch hier sehen wir jetzt Tiere in ja, mehr oder weniger freier Wildbahn. Da haben wir natürlich den Löwen und den Elefanten, aber wir haben zum Beispiel auch den Ameisenbären. Also auch das wieder diese, sagen wir mal, Philosophie vom Bekannten zum Unbekannten. Wenn ich jetzt einmal weiterklicke, dann werden wir sehen, dass wir nicht nur diese sehr schönen Übersichtstafeln mit den verschiedenen, in diesem Falle Tieren haben, sondern noch viel mehr zum Lernen und zum Üben. Wir haben zum Beispiel hier auf der linken Seite einen Dialog, der diesen Wortschatz in meist lustiger und unterhaltsamer Form verwendet. Dort kann man die Untertitel, den Text, die Transkription kann man einblenden oder ausblenden. Es gibt eine Karaoke-Version, das heißt, ich kann den einen oder anderen Sprecher ausblenden und so also praktisch den Dialog mitsprechen und eine Rolle übernehmen und so weiter. Also es ist sehr viel möglich. Apropos diese bildliche Unterstützung, da gehe ich jetzt noch einmal kurz zurück, ist natürlich ein hervorragendes Hilfsmittel für Lerner mit Lernschwierigkeiten, zum Beispiel für Dyslexiker, Legastheniker. Die haben durch diese visuelle Unterstützung ist sehr viel leichter, sich den Wortschatz anzueignen. Also das nur also eine kleine Bemerkung. Was wir noch sehen, also es geht noch weiter ins Detail. Also der Flügel, die Beine, die Ohren, Redewendung zu aus diesem Wortschatzgebiet, eine Rabenmutter sein, falsch wie eine Schlange sein, ein komischer Kauz sein. Also so die Sachen, die so ein bisschen vielleicht das i-Tüpfelchen auf unseren Deutschkenntnissen sind, das finden wir hier sehr, sehr liebevoll präsentiert. Wir sehen also Tiere zum Beispiel. Nicht nur Landtiere, sondern auch Meerestiere. Und dann Themen, die Jugendlichen in der Regel sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel der Umweltschutz beziehungsweise die Verschmutzung der Umwelt. Die liegt denen natürlich nicht am Herzen, aber das sind Themen, die besprochen werden müssen. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass Jugendliche zu diesen Themen einen besonderen Zugang haben, besonders motiviert sind, weil sie einfach merken, dass es sie angeht, dass es etwas Wichtiges ist, was dort passiert. Und auch in diesem Sinne ist es, denke ich mal, sehr spannend und schön, wenn wir sie dabei unterstützen können. Gehen wir einmal zurück zu meiner Präsentation, denn ich habe einen kleinen Exkurs vorbereitet, nur ein sagen wir mal, kleines Brainstorming-Element zur Agenda 2030. Wenn wir also über Themen sprechen, die die Jugendlichen interessieren, dann ist das ein ganz hervorragendes Instrument, die Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert und vorgegeben von den Vereinten Nationen. Die Idee ist es, mit 17 Zielen bis zum Jahr 2030 die Lebensbedingungen für alle Menschen auf der Erde zu verbessern. Und das sind dann soziale Themen teilweise wie die Bekämpfung der Armut und des Hungers oder halt Umweltthemen wie Maßnahmen zum Klimaschutz und Schutz des Lebens im Meer, an Land und so weiter. Also falls Sie es nicht kennen, ganz spannend und übrigens auch sehr vertieft und didaktisch sehr gut aufbearbeitet in unseren Lehrwerken, also in Wunderbar für die Primarstufe. Und hier sehen wir alle
die Aufbearbeitung für alle an Bord für die Sekundarstufe, also diese Themen der Agenda 2030. Ja, Wörter in Bildern, das sind jetzt, ich hätte fast gesagt, auf gut Deutsch gesagt, aber ich sage es auf gut Englisch, Flashcards, ja, also Vokabelkarten für die Kleinen, also für Kinder, vielleicht auch schon im Vorschulalter. Und ja, das ist einfach eine sehr nützliche Unterstützung, die es auch in digitaler Form gibt. Das heißt, auch hier habe ich die Interaktivität zur Verfügung. Zum Beispiel, wenn ich mit der interaktiven Tafel arbeiten möchte. Und das der letzte Titel, auf den ich eingehen möchte in diesem Zusammenhang, ist Deutsch lernen mit Spielen und Aktivitäten. Da schauen wir nochmal hinein in die digitale Version. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie schnell und leicht das geht. Also in mein Suchfenster oben habe ich nur Deutsch eingegeben und finde diesen Titel. Und auch hier gibt es verschiedene Niveaus für Anfänger und weiter Fortgeschrittene. Thematisch nach Situationen geordnet der Wortschatz. Es wird hier Wortschatz und Grammatik geübt. Viele Hörverstehensübungen sind dabei. Aktivitäten, ganz viele verschiedene Aktivitäten. Also zum Beispiel links soll gehört und wiederholt werden. Ansonsten haben wir rechts einen Dialog und unten Fragen zum Hörverständnis und hier zum Beispiel ein Kreuzworträtsel. Das ist ja ein sehr beliebtes Mittel und Hobby von vielen Menschen, auch in der Freizeit. Wir schauen uns jetzt also ein Bild an, zum Beispiel zur Zahl 2. Hier sehen wir das, das ist ein Fenster und das gebe ich hier einmal ein und dann schaue ich mal, ob das richtig ist. Wir machen natürlich jetzt nicht die gesamten Begriffe hier rein. Und okay, super, Antwort ist korrekt, aber die Aufgabe ist noch nicht vollständig gelöst. Das heißt, nicht faul sein, mach weiter. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel mit ganz vielen verschiedenen Aktivitäten. Gut, das waren jetzt verschiedene Vorschläge, wie wir unseren Wortschatz erweitern können. Vor allen Dingen, sagen wir mal, in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext. Und ein anderes Mittel, um den Wortschatz zu erweitern, zum Beispiel, um einzusteigen in bestimmte Themen sind natürlich Lektüren und Eli hat verschiedene Lektüreserien für verschiedene Altersgruppen und auf verschiedenen Sprachniveaus, zum Beispiel die ersten Eli-Lektüren für Kinder. Wir sehen es hier links, Schneewittchen und die sieben Zwerge, also Märchen dürfen nicht fehlen, Märchen und Fabeln. Und dann moderne Geschichten mit verschiedenen Protagonisten, wie zum Beispiel Oma Fix oder Onkel Karl, also so ein paar sympathische Figuren. Die gibt es, diese ersten Eli-Lektüren für Kinder gibt es auf vier verschiedenen Niveaus. Wir sehen es hier mit verschiedenen Umfängen, was den Wortschatz anbelangt. Dann gibt es die jungen Eli-Lektüren für Jugendliche und das sind dann vereinfachte Klassiker, wie zum Beispiel den Sandmann von E.T.A. Hoffmann oder moderne Geschichten mit aktuellem thematischen Bezug, wie die Umweltdetektive oder ein neuer Titel wie Ein Sommer in Bayern oder Auf nach Berlin. Berlin, immer wieder spannendes Thema, spannendes Reiseziel. Und das sind alles nur Beispiele. Es gibt noch viel mehr Titel, natürlich. Wir sehen es, die jungen Eli-Lektüren gibt es auf drei Niveaus, auch jeweils mit einem Dossier
zum Autoren, zum Thema, Hintergrundinformationen, Prüfungsvorbereitung. Wir sehen es auf die Goethe-Zertifikate der verschiedenen Niveaus und Übungen zum Textverstehen und so weiter. Und dann gibt es die Erwachsenen-ELI-Lektüren für, soll ich sagen, auch junge Erwachsene, also vielleicht die Sekundarstufe 2. Vereinfachte Klassiker sind dies in der Regel. Und dort haben wir dann die Superklassiker wie den Werther oder die Effi Briest und Titel, die ein bisschen weniger gelesen werden, wie Die Welt von gestern von Stefan Zweig oder ganz neu Romeo und Julia auf dem Dorf. Die gibt es auf 3 verschiedenen Niveaustufen. Und das gibt eine Webseite, die den Lektüren gewidmet ist, eligradedreaders.com. Wir sehen es hier. Und dort kann man filtern nach Altersgruppe, nach Sprachniveau und man kann sich die Zusatzmaterialien herunterladen und zum Beispiel auch die Audios, also die Hörbücher. Dasselbe gibt es auch, also eine Webseite, die ist auch den Lernspielen von ELI gewidmet, elilanguagegames.com. Und ja, Sprachspiele gibt es von verschiedenen Verlagen, aber ich denke, die Spiele vom ELI Verlag sind schon etwas ganz Besonderes. Es gibt ganz viele, sehr liebevoll gemacht zu verschiedenen Themengebieten und ein paar möchte ich jetzt hier auch noch vorstellen. Zum Beispiel für Kinder. Warum sage ich das? Für Kinder, weil es diese Spiele nicht ausdrücklich für Kinder gemacht sind, sondern für jeden, der gerne spielt. Also auch für Jugendliche, Erwachsene und so weiter. Es gibt auf der anderen Seite bestimmte Spiele, die besonders gut für Kinder geeignet sind, einfach weil die Grafik sehr einfach ist und sehr kindlich, wie zum Beispiel beim Bilderbingo, oder weil die Themen sehr kindgerecht sind. Hier geht es zum Beispiel um Märchen im Märchenspiel. Wortschatz ist ein großes Thema bei den ELI-Lernspielen, also zum Beispiel lasst uns einkaufen, da geht es ums Leben, um Lebensmittel. Wir sehen es schon auf dem Cover, da geht es sehr ins Detail, also der Blumenkohl oder die Brezel und so weiter. Und auch hier haben wir wieder einen Bezug zu Tieren, die Welt der Tiere. Hier finde ich dann auch zum Beispiel die Qualle oder den Puma und so weiter. Also hier wird das richtig spannend, das macht sehr viel Spaß. Grammatik, immer ein beliebtes Thema, nicht immer extrem beliebt bei den Lernenden und von daher, wenn man ein bisschen Spaß und Spiel hineinbringt in diese Thematik, umso besser. Das sind jetzt hier nur 2 Beispiele von vielen. Auch zur Landeskunde gibt es viele Angebote, viele Spiele, deutschsprachige Persönlichkeiten vor kurzem erschienen, müssen berühmte Deutsche, Österreicher, Schweizer geraten werden anhand von Hinweisen. Spiele zur Kommunikation. Wir sehen unten zum Beispiel, wer ist das? Das ist ein Spiel, das gibt es schon länger und das ist jetzt in einer ganz neuen Ausgabe erschienen. Oder Spiele mit interessanten Themen, wie zum Beispiel Der Planet steht auf dem Spiel. Das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal und hier kriegen wir jetzt noch so eine spielerische Variante mit dazu. Oder zum Beispiel das Spiel der Emotionen, finde ich ganz pfiffig gemacht. Da muss man bestimmte Dinge in verschiedenen Emotionen ausdrücken. Also fröhlich oder ärgerlich oder traurig und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir, mal so ein bisschen, wie es so schön heißt, out of the box zu denken und vielleicht mal den eigenen Interessen nachzugeben und zu schauen, wo möchte ich eigentlich meine Kommunikation, meine Kenntnisse, meine Kompetenzen vertiefen.
Und das hat dann auch gar nichts zu tun mit Prüfungen, mit Referenzrahmen oder so etwas, sondern das ist einfach persönliche Motivation. Und zum Schluss möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf mein Beispiel vom Anfang, nämlich das Wochenende im Zoo. Und wenn ich davon erzählen müsste, von meinem Wochenende im Zoo, dann darf mein Lieblingstier da nicht fehlen. Und das ist der Tukan. Also dieser Vogel mit dem wunderschönen bunten Schnabel, der in den Tropen wohnt und lebt und ja, den ich einfach total faszinierend finde. Also, vielen Dank nochmal. Das sind unsere Kontaktdaten. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Sie können uns auf Facebook folgen. Registrieren Sie sich auf unserer Webseite elionline.com, um Zugang zu bekommen auch zu den vielen, vielen Extramaterialien. Und folgen Sie uns auf YouTube. Also, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss!